kommt mir doch aber auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, so langsam doppeln sich diese Missionen. Wenn die so schön eigentlich. Mal wir jetzt Jahre später in der Geschichte spielen. Als ob durch Zufall alles nochmal passiert. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2 auf dem PC. Folge 101. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben beim Henry im Mjö. Wie gesagt, mitten in der Nacht. Ich sehe gar nichts. Ja. Wir machen uns auf den Weg zurück nach Blackwater, um den Steckbrief entgegenzunehmen. Machen dann diese Mission und dann machen wir hoffentlich mal wieder die Hauptstory weiter. Die sich ja tatsächlich auch dem Ende entgegenneigt, aber. Die letzten Momente werden wir natürlich auch nochmal voll auskosten im Spiel. Wir werden uns weiter in Zeit lassen, so wie wir das ja die ganzen restlichen Folgen auch gemacht haben. Keine Eile, Freunde. Keine Eile. Da. Ja. Gas fährt. Ich will schließlich die Folge mit Missionen füllen und nicht mit Rumgeritte. Wobei das zu dem Spiel selbstverständlich auch dazu gehört, von daher. Wenn man reiten muss, muss man halt reiten. So war das nun mal damals so. Gab es keine andere Möglichkeit, es sei denn, du konntest fliegen. Was bekanntlich ehrliche Sache. Ah, nee. Nerv mal nicht jetzt hier. Immer nur wollen sie nerven anscheinend. Immer nur wollen sie nerven. Was soll's. So. Wir sind auf dem Weg Richtung Blackwater. Aber bestimmt noch ein bisschen zu reiten. Dass das Dunkle wirklich immer dunkel ist, außer hier ist hell. Aber wenn es dunkel ist, ist es hier wirklich dunkel. Also du siehst wirklich kaum was. Natürlich immer abhängig von der Monitoreinstellung. Jetzt ist es komischerweise schlagartig ein bisschen heller geworden. Und auch was mit den Wolken zu tun haben. Ja, da schimmert der Mond so leicht durch. So, wir haben hier also überall ein wunderschönes 15 Dollar Kopfgeld. Das wird Abigail ganz und gar nicht freuen. Ah, alles klar. Ja, die sind nicht so auffährt. Wir haben doch erst gerade so ein Riesending erledigt. Aus diesem Grund gehört das Fett übrigens uns. Weil der gute Hamish Sinclair gestorben ist beim Kampf gegen das Riesenwildschwein und wir einfach sein Pferd geerbt haben, so gesehen. Na, wer soll es auch sonst benutzen? Ich meinte, wir sollen uns um ihn kümmern. Dann können wir ihn ja auch gleich benutzen. Ach, belastend, was? Letztes Hüter konnten wir leider nicht mehr retten. Oh, das Geld nehme ich doch gerne mit. Irgendwann nicht. Ihn Kaugummi. Auch schön. So. Und weiter geht's. Jetzt hinsetzen. Und besser. Die Waffe hat jetzt einen schlechten Zustand bekommen. Mal gucken, ob wir ein bisschen Waffenöl da haben. Weil die Waffe ist wirklich cool. Wir hätten vielleicht wirklich mal ein bisschen was anderes ausprobieren müssen im Laufe der vielen Folgen. Ich war eigentlich immer zufrieden mit dem, was wir hatten. So. Weg da.
das Ding, was der John da hat, cool. Jetzt wächst mir der Charakter auch so langsam ans Herz, weil jetzt machen wir auch endlich wieder die Sachen, die wir mit Arthur gemacht haben. Ich dachte schon, wir machen jetzt nur noch so einen Farmmist. Weil wir jetzt ja wieder in diese Geschichte zurückkehren. Mal gespannt, ob Abigail und Jack ihn danach wirklich wieder gut leiden können. Naja, Sachen, die wir jetzt gerade so machen, eher nicht. Naja. Ja, ich kann ihn schon verstehen, warum er hier nicht von weg will, ne? Wenn man sich so daran gewöhnt hat, sein ganzes Leben lang. Will ja auch nicht sein ganzes Leben wegschmeißen. Heutzutage ist es wohl das Ganze mit dem Internet und so. Ganzes Leben lang PC, talken, YouTube gucken und so. Und am Ende wird dir dann gesagt, jo, jetzt führst du ein Leben ohne Internet. Also ich würde es nicht machen. Da kann die Frau noch so hübsch sein, wie sie will. Klingt jetzt fies, ne? Klingt richtig fies. Aber sorry. Und probier mal heutzutage ohne Internet irgendwas. Also das allein, wie oft ich im Internet was bestelle. Das macht für mich die Sache schon unmöglich. Ja, auch alle meine PCs. PCs bauen, also darum kümmern, warten und so ist halt mein Hobby. Ich kaufe mir halt auch oft mal ein paar neue PC-Teile und so. Und auf sowas zu verzichten, das würde mir wirklich... Das würde mich wirklich traurig machen eigentlich. Naja. Wer weiß, wie es in Zukunft aussehen wird, wa? Im Laufe der Jahre wird man älter. Und sieht dann die Dinge vielleicht ganz anders. Aber jetzt nicht. Aktuell nicht. Aktuell bin ich da noch voll drin. Hab voll Bock drauf. Auch hier diese Aufnahmen. Auch mein Hobby. Will ich auch nicht einfach so drauf verzichten, ne? Und auch, sagen wir mal... Aber Real Talk, auch wenn mein Kanal so gut wie niemanden juckt, so. Ich meine, die Videos haben ja wirklich keine besonderen Klickzahlen. Zum Teil gibt es auch Videos, die überhaupt keine Aufrufe kriegen, so. Aber das juckt mich halt nicht. Ich mache die Videos trotzdem, weil ich Spaß dran habe, das zu machen und nicht, um irgendwie Klicks zu geiern oder so. Das war sowieso nie mein Ziel mit diesem Kanal. Ich freue mich, wenn ich Leute unterhalten kann mit diesen Videos. Ich gebe mir da Mühe, ich nehme mir die Zeit dafür. Das ist mein Hobby, was ich mit Spaß und Leidenschaft hier vollbringe. Ja. Und mehr ist es nicht. Wer es interessiert, der kann sich es gerne angucken und wer nicht, der schaltet halt ab oder gar nicht erst ein und dann habe ich damit auch kein Problem. Wieso alles nur freiwillig? Aber damit habe ich jedenfalls... Bald. Nee, okay. Das kommt mir doch aber auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, so langsam doppeln sich diese Missionen. Wäre nicht so schön. Mal wir jetzt Jahre später in der Geschichte spielen. Als ob durch Zufall alles nochmal passiert. Nicht, oder? Scheiße, habe ich ihn echt gemacht? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur zweimal geschossen. Ja.
Das ist jetzt, kann die nicht mal auswählen. Ja. Geil. Das war's irgendwie nicht. Shit. Warum ist mein Pferd da? Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir eine Aufnahme angucken. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe auf den rechten geschossen. Und dann ist der linke irgendwie umgefallen. Hat die Pistole verfehlt. Aber warum ist der dann auch? Beide sind umgefallen. Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall leid. Für die Frau. Ja. Sorry, ja, das wollte ich nicht eigentlich. Ja. Scheiß drauf, weiter geht's. Wir haben schon wieder 10 Minuten um und sind wieder nur geritten bis jetzt. Erstmal den Kopfgeld und machen wir die Folge noch fertig und vielleicht dort die andere Mission auch noch. Wir dürfen uns echt nicht mehr hier, ne? Zeit uns nehmen für die ganzen anderen Sachen. Nein, Alter, den Sprung kriegst du doch hin, Alter. Endlich mal ohne Konflikt hier rein, Alter, in Blackwater. Schön. Ist nicht mal ein Weg. Nicht so auf, ihr habt doch alles im Griff, Mensch. Chill doch mal. Ja? Steckbrief ist meiner. Es wurde ja angekündigt, dass hier ein paar mehr hinkommen. Deswegen kriege ich ihn jetzt auch ab. Scheiß habe ich getan. Du hast dich einfach nur zu Tode erschrocken und mehr war nicht. $30. $30 Belohnung, Hermann Sitzendorf, für die Verhaftung und Inhaftierung bis zur Abholung durch einen Polizeibeamten aus Blackwater. Gesucht wegen Betrugs, Täuschung seines Gesetzhüters und mehrfachen Diebstahls. Ausgebaut. Buschigen Schnurrbart und leuchtende Kleidung. Er hat am, eine Impfnarbe? Was ist das denn? Achso. Am linken Oberarm eine Warze am Zeil. Und Plattfüße, ja, okay. Wer ihn findet, soll ihn verhaften, festsetzen und mir auf meine Kosten ein Telegramm schicken. So. In die Nacht. Ah, na gut. Auch kein Problem mit. Dann haben wir sogar noch Zeit. Dafür. Ich bin nicht so der größte Fan von Missionen, die eine bestimmte Tageszeit benötigen, weil man einfach dann auf das Spiel angewiesen ist. Ich würde dann sonst sagen, ja, ich habe jetzt Bock, die Mission zu machen, dann machen wir die jetzt. Aber nein, ist ja Tag, ich kann sie jetzt nicht machen. Egal, dann kümmern wir uns mal um unser Land. Gucken wir mal, ich bin mal gespannt, wie teuer das wird. Ist, dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt ein bisschen was verdient. Vielleicht können wir es ja sogar zahlen. Wir müssen ja auch irgendwie der Bank zurückzahlen. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal aufräumen da. Sowieso gespannt, wo das ist. Wo die Abigail sich da niederlassen wollte.
Sieht richtig aus hier. Gott, ist es hier runtergekommen. Can I help you, friend? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dane city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. Also eigentlich wollte ich die jetzt noch plündern. So ein Mist. Not you. The man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Hat doch geklappt. Nice. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Oh, have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Interessant. You gonna mount up or what? So trifft man sich nach und nach wieder. Follow me. Ah, cool. Zeigen wir ihm also das Grundstück, ey.
Bleibst du denn stehen? Glaubst du, ich überroll dich oder was? Denken aber auch was von einem hier, ey. West. West. Oh God, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I see. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch, I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, I own a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. This is it. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Epilog Teil 2 Beecher's Hope. Selbst hier gibt's Kapitel, ich glaub's nicht. Da ist ja mittlerweile der Meister drin, ne? Ah, cool. Geworden. Kredit. $400 Kredit erhalten. Ha, krass. Wir haben ja schon fast das Geld. Cool. Mission abgeschlossen. Bevor er sich Beecher's Hope kaufen kann, muss John das Grundstück begehen und alle illegalen Bewohner verscheuchen. Wieder ein Blackwater begegnet deinem alten Freund. Innerhalb von 2 Minuten 30. Komm. Und wir haben eine Mission mit Uncle. Cool. So, 76,4 haben wir. 0,8. Jetzt geht's nur noch langsam voran. Ist ja auch schön. So, ja, geil. Freue ich mich. Haben wir sonst noch was? Irgendwas? Hallo? Nein. Okay, Uncle, wir haben noch ein bisschen Zeit. Starten wir. Unser neues Lager auch. Beecher's Hope. Cool. Oh, für die Strecke nehmen wir auch unser Pferd. Ich bin ja so faul, Leute. Mensch. Der ist ja schön. So. Also. Ich würde empfehlen, also das Haus muss natürlich weg, ne? Also das ist wirklich nichts. Freundschaften mit der bloßen Faust. It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town.
Oh, I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint-Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Und wieder nach Saint-Denis. Ein Traum. Freu mich. Wehe, wir müssen den Weg wieder zurückreiten, ne? Das ist... Nee. Diesen Pech haben wir ja nicht mal. Das fährt da. Come on, let's get off. Wobei, das kommt eigentlich immer. Back in Saint-Denis. I never liked this place. Yeah. Me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. Sure. Jetzt trommeln wir wieder alle zusammen, oder was? Und am Ende ist das wieder das Lager, wo alle sind, wa? Und dann kommt noch Dutch dazu, wahrscheinlich. Hier, Alter, da würde ich ja instantly eine Kugel geben. Ohne Scheiß. Okay. Gut, Charles war doch der Dunkelhäutige, wa? Der auch so gut mitgeholfen hat. Ach, da ist unser Pferd, cool. Ach, dann nehmen wir das doch gleich. Was für ein Zufall, dass du hier bist, Mensch. Nehmen wir das doch gleich, ist ein bisschen weit. Ja, komm, übertreib mal nicht. Da. Nee, der Charles war doch der, der dann auch am Ende bei dem Indianer-Camp so gut mitgeholfen hat. Mit Arthur zusammen. Das war schön. Was ist denn das? Appa. Verkaufsstand. Der Inhaber interessiert sich besonders für Wildtierfälle. Das ist interessant. Ein gutes Salut von Saint-Denis. Oh, das Spiel mehrmals. Der oft hier zum Abschluss geführt hat. Hey, Partner. You seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. Big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah, yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. Ist er Boxer geworden? Echt? Hallöchen. So, dann. Was? Oh. Hier ist der Gute gestorben, ja. Der schöne. Osea. Nee, nicht Osea. O'Driscoll. Colm O'Driscoll. Der Sack. Hat der sich gewundert. Ups. Ja, 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 ja. Just shut the fuck up. Spaß. Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Ask that first barman I met, and he told me Charles was here. Folks still love a surprise. Not one of life's great mysteries, turns out. And you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. You don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe you was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So? So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave.
Ja, ich wette einfach mal auf Charles. I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors. Ja, ich hoffe mal, er gewinnt. Ansonsten, es waren glaube ich $10, habe ich gesehen. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right. Ja, der sieht aber auch nicht so schwach aus, der Typ rechts. Ich glaube, der hat bessere Muskeln. Naja, $10, komm. Wobei, komm, ich glaube. Glaube an den Geist unserer alten Lagergefährtin. Das schauen wir uns in dieser Folge noch an. So. Alter, der macht ihn ja richtig fertig. Freunde, und an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge. Wir machen in der nächsten Folge diese Mission hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.